Wir stellen Ihnen heute wieder einige Durchstarter vor und damit herzlich willkommen zum Karrieremagazin. Das Ende des Sommers, der Ferien, macht viele wehmütig, andere wiederum sind voller Aufregung, denn ein neuer Lebensabschnitt steht bevor. Anfang September hatten 21 Lehrlinge bei der Salzburg AG ihren allerersten Arbeitstag. Gespannte Gesichter, Vorfreude, gegenseitiges Kennenlernen und viel Information. Der Start in einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Anfang September begrüßt die Salzburg AG ihre neuen Lehrlinge. Wir haben heuer 21 Lehrlinge aufgenommen und wir haben da zwei Tage, die stehen unter dem Motto Meine Lehre, ein Neuanfang, wo die Lehrlinge gut vorbereitet werden, eine Einführung kriegen in die Salzburg AG und über die zwei Tage eben auch wichtige Persönlichkeiten kennenlernen, Unterweisungen bekommen, ihren Arbeitsplatz einweihen und somit mal gut vorbereitet sind fürs Arbeitsleben. Wir haben beim schon die ganzen Einschulungen gekriegt, wie wir uns verhalten, wenn wir zum Beispiel krank sind. Wegen der Superschool-Card, wir kriegen von der Salzburger AG eine Superschool-Card gestellt, dass wir in ganz Salzburg mit den Öffis fahren können. Finde ich halt auch ganz super, weil zum Beispiel kommen wir aus dem Lungau, ist auch ein breiter Weg und ist dann auch mit dem Auto gar viel zu fahren. Das Spannendste, das war heute, das mit der Sicherheitseinweisung, weil ich finde das sehr wichtig, weil man muss halt einfach auch auf seine Sicherheit achten, sonst kann einem etwas passieren. Also das Spannendste für mich war, dass wir von der Firma mal das Arbeitszeug bekommen haben, genauso wie das ganze Werkzeug. Ja, ich habe schon reingeschaut. Ja, zum Beispiel eine Säge, Isolierband, eine Brille, diverse Schraubenzieher. Ja, das sind Sicherheitsschuhe, also Arbeitshosen. In der Werkstätte ist das ein rot-schwarzes Gewand und die Elektriker sind dann in einem satten Rot, dass sie gut erkennbar sind. Während für viele die Entscheidung für einen Lehrberuf schwerfällt, scheinen die heurigen Lehrlinge der Salzburg AG ganz genau zu wissen, was sie wollen. Ich habe mich für einen Kommunikationselektroniker entschieden, weil ich mich immer schon für die Elektronik interessiert habe. Ich bin immer schon als kleiner Bub im Papa geholfen, da die Fernseher alles machen. Der beliebteste Beruf war wieder einmal unser klassischer Beruf, Elektrotechnik, Energietechnik. Ich habe mich, seitdem ich klein bin, so für Elektrotechnik und sowas interessiert. Ich hatte so einen kleinen Elektrobaukasten und sowas. Also ich habe mich für den Beruf Nutzfahrzeugtechniker und Kfz-Techniker mit dem Plusmodul Systemelektroniker entschieden. Und das wollte ich, weil ich wollte immer gerne irgendwas mit Elektrik, aber auch mit Mechanik machen. Für mich war das, wie ich selber eine Lehre angefangen habe, spannend, einfach einmal selber im Leben zu stehen, selber was machen, einmal nicht mehr diesen geschützten Rahmen zu haben, was man von zu Hause hat, dass man einfach selber sich bewähren muss. Also ich hoffe, dass ich ganz normal aufgenommen werde, also dass ich auch vom ersten Tag an mithelfen darf und sich mir alles Mögliche zeigen. Und am meisten hoffe ich auf ein gutes Arbeitsklima mit den ganzen Kollegen dann. Dass ich gut behandelt werde, dass alles super passt und ja, dass ich dann auch nach der Lehre noch weiter arbeiten darf bei der Salzburg AG. Wenn Sie sich für einen Lehrberuf bei der Salzburg AG interessieren, finden Sie alle Informationen dazu auf www.salzburg-ag.at/karriere. Und jetzt stellen wir Ihnen einen unserer Salzburg AG Lehrlinge vor, der schon einiges an Erfahrung gesammelt hat. 16 Jahre jung und ein unglaubliches Energiebündel, sowohl in seiner Freizeit als auch in seinem Beruf als Energietechniker. Grüß euch, ich bin der Josef Wimpel, komme aus dem Pinzgau, bin 16 Jahre alt, mache Triathlon. Triathlon ist sehr hart. Und brauchst viel Kraft und Energie. Und mit Energie hat auch Josefs Job zu tun, denn er macht bei der Salzburg AG die Lehre zum Energietechniker. Wir sind Energietechniker, wir sind von der Stromgewinnung bis nachher zum Verbraucher. Da zwischendrin machen wir alles. Ja, mir hat auch gefallen, dass du früher mal umkommst, bist auf einer Bergstation, überall um den Berg. Und nachher eben auf der Hochspannungsleitung, da musst du viel sporteln. Du bist sportlich betätigt. Und es gibt also Tage wie heute, wo man nur seine Arbeiten in der Werkstatt erledigt. Es war eigentlich recht cool. Ich bin gleich fröhlich aufgenommen worden. Und so.
Und mir ist viel zu arg geworden. Und mir hat es eigentlich immer viel Spaß gemacht. Und du siehst immer was anderes. Also es ist voll abwechslungsreich. Diese Steuerung von der Trafostation, also die ist für das da, dass du von der Ferne schalten kannst. Und sie zeigt da einen Fehler an. Wenn ein Fehler ist beispielsweise, wenn ein Baum in einer Leitung hängt. Und eben für uns ist es das gut, dass das weitergeleitet wird, weil nachher kann einer von der Ferne gleich einen Arbeiter losschicken und der fährt da hier und repariert das. Ja, und hier jetzt mal das alles vertraten. Da schauen wir mal erst jetzt mal einen Plan an. Für die Verdrahtung der Schaltanlage bereitet Josef erst die Drähte vor, isoliert sie und steckt Hülsen drauf. Ja, da fahre ich jetzt eben, wie man sagen, von Herzstück, der was die ganzen Störungen und so mit nachher. Da fahren wir jetzt auf eine Klemme. Beispiel da, was jetzt ist, auf die X100, dass das verbunden ist, weil sonst kommen keine Meldungen. Ja, jetzt mache ich Lehre, eben Lehre mit Natura, das ist jetzt neu. Ja, nachher möchte ich die LAB, also Lehrabschlussprüfung, erfolgreich abschließen. Einen sehr guten Erfolg auch cool. Ja, nachher spare ich hin meinen Master. Das möchte ich halt schon unbedingt erreichen. Vor allem Lehrlingen, die nicht in der Stadt Salzburg wohnen, greift die Salzburger AG unter die Arme. Weil wir sind im Kolb im Haus, das ist sehr zentral in Salzburg, mitten in der Stadt. Du hast voll viele Möglichkeiten, auch als Sportelst also. Und das Klasse ist auch, die Salzburg AG übernimmt die Kosten für das Kolb im Haus auch zur Hälfte. Als Energietechniker sollte man vor allem diese Eigenschaften mitbringen. Ja, du musst technisch interessiert sein und du sollst auch teamfähig sein, das war gut. Und ja, sportlich ist auch eine große Rolle, weil du musst du öfters auf den Masten oder so steigen. An Sportlichkeit mangelt es Josef Empel mit Sicherheit nicht. Alle Infos zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere. Arbeiten von zu Hause aus ist für viele ganz unerwartet durch Corona alltäglich geworden. Das sogenannte Homeoffice bietet viele Vorteile und war bei der Salzburg AG auch schon vor dem Shutdown Thema. In Zeiten von agilem Arbeiten und kreativen Arbeitswelten spielt das Thema Homeoffice für viele Unternehmen eine immer größere Rolle. Schon zu Beginn des Jahres hat die Salzburg AG Homeoffice in einem Pilotprojekt für unterschiedliche Bereiche getestet. Es ging einfach darum, dass wir den Führungskräften und deren Mitarbeitern mehr Gestaltungsspielraum geben möchten. Mit der Corona-Krise wurde quasi über Nacht allen Mitarbeitern, deren Tätigkeit dies zulässt, Homeoffice ermöglicht. An Spitzentagen hatten wir dann bis zu 700 Mitarbeiter gleichzeitig im Homeoffice. Nachdem das Homeoffice sowohl für die Mitarbeiter als auch das Unternehmen gut funktioniert hat, dürfen Mitarbeiter aus zahlreichen Bereichen nun regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Einer von ihnen ist Daniel Wenger. Er ist im Bereich digitale Kommunikation tätig und verbringt variabel bis zu 2 Tage die Woche im Homeoffice. Ja, also im Homeoffice läuft es eigentlich sehr gut. Hab mich ganz gut eingerichtet, beziehungsweise unsere IT hat uns da sehr gut unterstützt. Bei mir war es schon vor Corona ein bisschen, deswegen habe ich einen Startvorteil gehabt gegenüber den anderen Kollegen. Ansonsten, ja, es ist unterschiedlich. Es hat so wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Von Meetings her ist es natürlich ein bisschen nachteilig, weil manches ein wenig schwieriger ist. Wobei man andererseits die Videofunktion hat, wo man Bildschirm teilen kann. Das bietet wieder Vorteile, wenn man was herzeigen möchte. Ja, vor allem, wenn die Mitarbeiter zu Hause arbeiten, ist es eben wichtig, dass man regelmäßig zumindest Online-Sitzungen abhält, wo eben in den meisten Bereichen sogenannte Dailies eingeführt werden, meistens zu Tagesbeginn, wo man sich einfach mit den Mitarbeitern, also mit den Kollegen und auch mit den Führungskräften über aktuelle Themen austauschen kann. Laptop, Computer und notwendiges Zubehör werden vom Unternehmen für die Mitarbeiter bereitgestellt. Bei mir, bei meinem Job ist es so, ich brauche mindestens in der Regel 2 Bildschirme, wenn nicht mehr. Also ich arbeite ja in der digitalen Kommunikation. Jetzt haben wir sehr viel mit Webseiten und mit diversen Ansichten und Bearbeitungsmodus zu tun. Also ich habe jetzt da einen Laptop, den nehme ich jedes Mal mit heim. Und eben 2 Bildschirme plus eine Tastatur und eine Maus, damit ich das auch gut umsetzen kann. Ja, für allfällig notwendige Anpassungen oder Neuanschaffungen erhalten die Mitarbeiter einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 200 Euro gegen Vorlage der Einkaufsrechnung. Homeoffice motiviert, fördert die Eigenverantwortung und drückt Wertschätzung und Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern aus. Ja, also heutzutage, ich denke, es ist zeitgemäß, es ist nicht für jede Tätigkeit oder für jede Firma umsetzbar, aber es gehört dazu, gerade bei mir, in meinem Bereich kann ich halt sagen, dass es sehr gut umsetzbar ist. Es darf natürlich durch Homeoffice zu keiner Behinderung des laufenden Betriebes kommen. Ja, das ist ganz wichtig.
Die finale Entscheidung, wer jetzt und ob wer Homeoffice nutzen kann, liegt im Ermessen des jeweils zuständigen Bereichsleiters bzw. Stabsstellenleiters. Die genaue Homeoffice-Zeit wird mindestens eine Woche im Vorhinein mit dem jeweiligen Bereichsleiter besprochen und festgelegt. Ab Herbst bietet die Salzburger AG ihren Mitarbeitern zur Unterstützung einen Online-Kurs für effizientes Arbeiten im Homeoffice. Das war das Karrieremagazin im September. Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.